Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Wir sind heute in Döbeln. Ich habe das mit den FPS leider nicht hingekriegt. Da müssen wir einfach hoffen, dass es in einer neuen Staffel dann besser wird. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir schon sehr, sehr viele Fahrzeuge haben und ja, auch eigentlich so gut wie durch sind. Aber es fehlen noch ein paar Städte, die noch bearbeitet werden können, müssten, sollen. Und da geht's heute weiter. Oh, das ist aber auch cool geworden. Der jetzt schon so durch die Häuser oder an den Häusern vorbeifährt. Wird auch sehr alt sein. Oh, 31 Jahre. Okay, geht sogar. Sieht echt cool aus, wie der hier durch die Stadt fährt. Das ist nett geworden. Ja, Döbeln ist eine der Städte, die noch anstehen, aber nach dem Alphabet die Stadt, die als nächstes kommt. Also machen wir da weiter. Hier waren wir auch, glaube ich, schon richtig lange nicht mehr. Wir haben irgendwann mal hier den Bahnhof gemacht. Gut, das ist noch nicht allzu lang her und haben uns dann um Waren gekümmert. Aber hier unsere Treibstofflinie, die leider auch nicht ganz so gut ist. Es fehlen 100 Waren. Das war, glaube ich, mit einer unserer ersten Linien. Diese Schiffslinie, die gibt es ja schon so lange. Man könnte zwar noch einmal Treibstoff hier mitmachen. Ich meine, wir hatten gesehen, dass wir Treibstoff noch einmal komplett herstellen können. Aber darauf möchte ich jetzt einfach mal verzichten. Und wir haben über 450% oder wir haben 450%. Ich hoffe mal, dass wir das mit den Stationen jetzt noch auf... ich weiß gar nicht, steht dann da normal? Also halt auf 0% kriegen. Und Emissionen vielleicht noch irgendwie auf... auf schlecht anstatt sehr schlecht. Gucken wir mal, wie das danach aussieht. Oder liegt das an der Versorgung der Stadt? Das können wir ja auch erst einmal abchecken, dass gar nicht so viel Treibstoff überall hinkommt. Wir haben Treibstoff in diesem Bereich hier. Hier müssten wir noch Treibstoff anliefern. Haben wir auch. Sehr gut. Das haben wir schon. Aber hier sind noch 6, 7, 8 Gebäude, die keinen Treibstoff kriegen. Bin ich am Überlegen, wie weit reicht denn wohl der Hafen? Der Hafen reicht bis dahin. Wenn wir jetzt das hier durchziehen, hier vorne, wird das reichen? Kannst du ja mal ausprobieren. Kriege ich das vielleicht auch hin, nur mit einem Gebäude, was ich abreiße? Dann machen wir schon eine große Kurve. Okay, dann reißen wir zwei und hoffen, dass das relativ schnell nachbaut. Wenn wir den Zug da durchfahren. Ja, perfekt. Gut, dann haben wir uns da auch schon um die Versorgung gekümmert. Das geht jetzt einfach durch den Hafen direkt. Das Gebäude will trotzdem nicht. Und hier könnten sich bestimmt nochmal zwei Gebäude hin platzieren, die wir gerade abgerissen haben. Der war aber glaube ich wirklich nicht. Weil der auf der anderen Straßenseite ist. Aber warum der nicht ist? Müsste auch sein, wenn der ist. Egal. Wir lassen das jetzt so. Für die beiden mache ich jetzt keine extra LKW-Station. Soll ja auch hauptsächlich um den Nahverkehr gehen. Wir haben zwei Linien. 147 Jahre alt sind die Fahrzeuge. Die Linien. Jetzt sehen wir alle, machen wir das so. Okay, ihr seht, wie lang das her ist, dass wir hier waren. Das ist ja mal... War die Stadt ja noch ganz klein. Ist ja mal nicht mal ein Bruchteil der Stadt, was wir da abdecken. Okay, dann werden wir die Linien aber ein wenig verlängern. Und zwar, also ich baue jetzt erstmal mit die beiden Linien aus, die wir da haben. Und zwar fahren die noch hier lang. Und ich glaube, die sind hier durchgefahren. Das werden wir... Gehe ich jetzt hier hin oder gehe ich schon einen weiter? Ich glaube, ich gehe einen weiter. Dann könnte man hier vielleicht noch auf die Linien bauen. Man da eine Umsteigmöglichkeit hat. So, 1,
2. Hier verwalten. Fahrzeuge machen wir am Ende. Hier rum. Ah ne, jetzt sind wir bei 5. Und auf 2 kommen. Genau, und nach der 4 kommt noch Danziger Straße. Das ist schon mal zumindest ein Anfang. Dann haben wir nach der Lindenstraße noch die Danziger Straße. Und nach dem Tulpenweg, okay, da habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet, wie das heißt, Goethestraße. Gut, dann haben wir jetzt schon mal hier so erste Viertel haben wir. Wir hätten hier vielleicht noch rumfahren können. Das Zwei-Straßen-Prinzip einbehalten, aber lassen wir das so. Das wird, glaube ich, so die Ecke sein, wo am meisten los ist, weil hier einfach auch die größten Gebäude sind. So, die möchte ich ja mit benutzen. Heißt, wir werden... Ja gut, wie fahren wir denn jetzt? Es sind sehr, sehr viele kleine Straßen, die wir hier haben. Treffen wir uns erstmal hier und dann entscheide ich nochmal weiter. Also wir werden hier rumfahren und dann direkt zum Bahnhof. Ich glaube, ich werde einfach nur so diese Ecke erstmal machen. Ich glaube, das reicht als eine Linie oder vielleicht zwei. Ich weiß nicht, wie ich die führen will. Hier fahren wir rum. Wir lassen halt jetzt die ganze Mitte aus, aber dann können wir das vielleicht mit dem hier noch kombinieren. Also rein theoretisch würden wir es hier abdecken, durch die Station, die wir haben. Aber ich glaube, ich mache da nochmal eine extra Linie dann. Machen wir jetzt erstmal die, die wir haben. Also hier werden auch einige Linien bei rumkommen. Die Stadt flächenmäßig ganz schön auch gewachsen ist, nicht in die Höhe, sondern eher in die, also ja, flächenmäßig, eher in die Breite und Länge. Länge war das zweite. Gut, dann fahren wir einmal so rum. Das ist dann Döbeln, Bus 2. Ich muss bei dem einen gleich wieder die Nullen davor machen, habe ich schon gesehen. Welchen habe ich denn jetzt gemacht? Ach ja, der andere Weg fehlt noch. Da will ich nicht anfangen, ich will da anfangen. So, dann haben wir auch die Linie. Machen wir das L da. Öbeln Bus 04. Haben wir irgendwann noch hier durch. Kommt auf jeden Fall. Machen wir jetzt hier die Haltestelle dann hin. Hier oder hier. Ne, wir machen das hier zwischen. Hier. Also da kommt später noch was hin. Aber später erst. Jetzt möchte ich erstmal diesen Bereich hier machen. Da werden wir auch hier durch die Mitte hochfahren, wo ich den hier auch nehme zum Umstieg, also dass man den Leuten die Möglichkeit bietet zum Umsteigen. Da fahren wir, also hier fahren wir rum, halten wir ruhig hier. Haben wir, holen wir jetzt hier ganz hinten noch die Leute ab. Ruhig machen und fahren dann hier rum zurück wieder hier runter. Also erstmal hier hoch. Also es war auf jeden Fall noch angenehmer zu sehen, wie man fährt, wenn ordentlich ist die oder die. Ich glaube, den hatte ich. Den eigentlich noch mitnehmen. So, ich benenne die gleich um, wenn ich fertig bin. So, den wollte ich noch nehmen.
Dann halten wir hier nochmal. Das wird einfach nur eine Schnelllinie jetzt. Die soll auch nicht so viele Haltepunkte haben. Also hier und für den Bereich. Also hier einmal. Also wir fangen an. Halten hier. Da. Da. Ich würde sagen, dann nur noch einmal hier zwischen. Aber wenn wir jetzt sagen, die Busse, die wir bis jetzt gemacht haben, waren unsere Regionalbahn, dann machen wir jetzt gerade. Nee. War eine S-Bahn, dann machen wir jetzt eine Regionalbahn, weil eine Regionalbahn ja teilweise dieselbe Strecke fährt, aber nicht alle Haltepunkte fährt. Jupp, gefällt mir. Jetzt sind wir bei Döbeln Bus 05. Döbeln Bus 6. Döbeln Bus 07. Döbeln 8. Und ich glaube, eine Linie muss ich noch machen, damit die eine Anbindung hier haben. Können wir ruhig im Kreis fahren. Das die beiden Haltepunkte. Hier will ich gar nicht am Bahnhof landen. Also wir könnten hier aussteigen, wenn wir zum Bahnhof wollen. Und fahren einfach so, dann haben wir viele Umstiegmöglichkeiten zu den anderen Linien. Okay, die sind hier nicht sortiert. Warum sind die nicht sortiert? Oh. Da hat sich ein Buchstabendreher eingeschlichen. Kriegen noch eine 0 davor. Dann haben wir das auch. So, jetzt müssen wir gucken, wie viel Krone haben wir denn? 850. Gar nicht so klein in unserem Ranking. Ja. Vielleicht wächst das noch, wenn das hier auf nochmal anders umspringt und das hier vielleicht auch, dann sollten wir Alpirsbach schlagen. Zwei Busse mit 13 Personen auf der Linie. 10, ja, wird ein Bus ausreichen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen nie wieder in die Städte und wir machen genug Geld. Wir machen 250 Millionen im Jahr. Wir ruhig zwei Busse nehmen können pro Linie, außer Döbel 09 kriegt nur einen Bus. Heißt, ich kaufe jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 niegelnagelneue Busse. Die will ich aber gleich einmal rausfahren sehen. Das könnte man ruhig als Thumbnail benutzen. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber wir schließen das eben hier komplett ab. Weil ihr kennt es jetzt schon von Donnerstag. Wir ersetzen noch alle Fahrzeuge, die wir hier in der Stadt sehen, also alle Linien. Egal wie jung oder alt die sind. Also das, was man halt so sieht. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit rausgezoomt, aber ist ja gar nicht so schlimm. Auch wenn die gut sind, wie jetzt hier die Kipper. Einfach, wenn wir schon mal da sind. Habe ich die denn gekauft, dass sie noch sehr gut sind? 2 Jahre. Ja, auch die würde ich jetzt mal eben. Also die, wenn die da 2 Jahre alt sind, das können wir ruhig lassen. Ja, haben wir auch das. Machen wir einmal so. Dann haben wir noch die Holzanlieferung 2. Da weiß ich nämlich, dass die um die Ecke ist. Dann haben wir direkt beide ersetzt. So, dann können wir jetzt auch weiter Play machen. Oh, ich will auf jeden Fall noch die 10 Milliarden knacken in der Staffel. Ich glaube, das wird, wenn wir auf schwierig das Ganze gestellt haben, nicht ganz so einfach.
Müssten jetzt auch alle unterschiedliche Zahlen da drin schreiben. Nein, man sieht die Zahlen nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn ich die hier... Ich glaube, ich muss das mit dem... Nee, wo kann ich die hier direkt verändern? Ich muss das mit dem Bus rausnehmen. Sieht viel besser aus, wenn das da drin steht. Also, wenn man davor steht, sieht man, es ist ein Bus. Aber so jetzt... Okay, das werde ich vielleicht nochmal für alle Linien offscreen auch mal verändern. Irgendwie, wenn ich mir einen Film oder sowas mal angucke. Ist natürlich viel besser, wenn man das vorne sieht. Also natürlich ist es jetzt für uns in der Statistik besser, wenn wir sehen, dass da Bus steht. Muss ich halt dran gewöhnen, dass wenn da einfach nur so Zahlen stehen, dass das dann halt Busse sind. Aber gibt Schwierigeres. Aber so sieht es doch besser aus. Könnte jetzt ein bisschen zentriert sein. Aber an sich finde ich das so schöner. Weil sonst hätten wir überall die Linie 0. Gut, dann sind wir mit Döbeln fertig. Das hat natürlich jetzt auch ein bisschen gedauert. Aber war ja auch keine kleine Stadt. Dann gehen wir mal zur nächsten. Wenn wir so zwei pro Folge schaffen, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und zwar, wenn wir das Alphabet nachgehen, ist die nächste Stadt Einbeck. Also hier, wir sind schon da. Hat statt 850 Einwohner 300 weniger. Aber dafür ist die Versorgung besser. Da haben wir 200% statt, also 190 statt 150 oder was wir drüben hatten. Wir sind auch hier, lange her, dass wir hier waren. Das war die Linie. Was haben wir da? Ja, auch wieder in jede Richtung eine. Dann werden wir mit einer Linie anfangen und zwar werden wir hier wieder eine durchfahren lassen. Die wird aber einfach nur die drei Haltestellen mitnehmen, nee, oder die vielleicht auch noch, wo wir die anderen Linien schon fahren haben. Und zwar machen wir es einfach hier am Bahnhof auch zum Aussteigen. Ja, da kann die ruhig hinten rumfahren. Vielleicht wächst die Stadt hier noch. Ich glaube jetzt nicht mehr daran. Das könnte aber ein bisschen größer werden. Das hier, oh. Ja, nee, hier oben war ja dann nicht mehr wegen Abreißen, weil das ja schon abgerissen war. Hier kommen jetzt noch ein paar Busse dazu. Aber wir haben auf jeden Fall neue Busse. Vielleicht haben wir die mal ersetzt, weil wir irgendwie gesehen haben, dass die auch irgendwie mehrere hundert Jahre alt waren. Ja, wir könnten jetzt einfach eine Linie, also eine Kreislinie ganz außen rum machen. Und dann einfach zwei Busse pro Linie. Also hier reicht ja. Hier fahren auch zwei. Gucken wir mal. Fangen wir erstmal an zu bauen. Hier halten wir ja. Dann fahren wir hier lang. Ich würde sogar hier nochmal halten. Weil die haben ja schon einen langen Weg, wenn sie laufen müssen. Irgendwie ist das angeschlossen. Weiß aber nicht, warum. Anscheinend ist der ziemlich lang, der Weg, wenn wir hier den ganzen Fußweg haben. Aber gut, dann sind hier mal zwei Haltepunkte relativ... Oder können wir hier unten noch hin? Naja, bestimmt nachhelfen. Machen wir unten die Haltestellen hin. Dann ist es ein bisschen ausgeglichener. Dann fahren wir hier hoch. Gut, das müssen sie laufen. Vielleicht mache ich nochmal eine Linie, die hier durch die Mitte führt. Dann gehen wir hier hoch. Ja, die Linie wird jetzt einfach, oder die beiden Linien gehen einfach außen rum. Da fahren wir. Also, können wir da jetzt durchfahren oder nicht? Jetzt werden wir es ja sehen. Hier wohnen, könnten sie auch direkt dahin laufen. Also da brauchen wir jetzt nicht noch einen Bahnhof. Die können auch da hoch. Das kann gelöscht werden.
Das brauchen wir gleich. Machen wir erstmal. Wir machen erstmal die Linie hier. Ne, wir fangen woanders an. Wir fangen hier unten an. Fahren so. Und jetzt ein weg. Döbeln hat ja allein schon weniger Buchstaben, also müssen wir das mit dem Bus weglassen. Also wird das 3. Neue Linie. Ich hätte auch erstmal weiterbauen können. Noch die anderen Stationen machen können. Ja, wir fahren da durch. Sehr gut. Wir dürfen nur nicht dahin klicken, weil dann haben wir eine Fehlermeldung, dass die Sachen nicht kompatibel sind. Ein Back 5. Und jetzt nehmen wir einfach den. Wir nehmen den. Ah, jetzt machen wir hier noch einen hin. Und eigentlich hier oben rum. Dann hier rum zurück. Wir machen das anders. Wenn ich ja hier rum zurück möchte, hier was machen, dann würde ich eher hier um die Ecke noch Haltestellen machen. Also fahren wir dann nochmal zwei Linien mit nur 5 Haltestellen. Ein Back 7 haben wir dann. Dann verändern wir noch mal eben kurz hier Bus 1 und Bus 2 vom Namen. Gut, dann haben wir das schon mal soweit. Dann würde ich aber bei allen, wir haben 2 Linien gehabt, haben jetzt 7, heißt 5 sind dazugekommen, heißt 10 Busse kommen noch mal dazu. Ich würde auch bei der kleinen Linie einfach mal 2 dazu machen, also 2 auf die Linie. Ein Back 03. Hier. 5. 6. Und 7. Und wieder einmal der Blick auf die Stadt für den Fahrzeugersatz. Ohne Linienverwaltung war genau das Falsche. Ich weiß nicht, ob ich direkt hier unten draufklicken könnte. Ich habe mir das jetzt so angewöhnt und es klappt ja auch ganz gut, wenn man sich nicht verklickt. Sehr gut, sind 3 Jahre. Okay, das können wir ruhig lassen. Waren das vorher auch welche, die 2 Jahre waren. Linien führen ja teilweise auch an anderen Städten vorbei und wenn ich so rauszoome, kann ruhig kann passieren, dass ich irgendwo noch woanders dann die Linie gesehen habe und da schon die Fahrzeuge ersetzt hatte. Aber hier sind aber einige Linien. Ja, Güterzug, die lassen wir weg. Gut, dann haben wir jetzt auch unsere nächsten beiden Städte abgehakt. Mach ich direkt. Döbeln, check, Einbeck, check. Wir kommen voran. Morgen gibt es die nächsten 2 Städte. Ich hoffe, ich komme damit durch. Bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt. 2 Städte pro Folge. Gucken wir mal, ob ich das morgen auch schaffe. Jetzt gerade sind es noch 5 Städte. Also 3 Folgen sind es noch. Folge 100 weiß ich nicht. Vielleicht fahre ich da auch einfach nur mal ein bisschen mit und wir gehen noch mal ein bisschen auf die Karte ein. Aber das ist ja auch erst Donnerstag. Ja, morgen dann einfach noch mal die nächsten beiden Städte. Und ja, Staffelfinale kommt. Ich sag bis morgen. Ciao.